Und willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir machen uns jetzt an den letzten Raum des unendlich langen Solo-Speedrun-Dungeons. Hahaha. Und ja, ich will jetzt nicht, wirklich nicht lange fackeln und endlich mal fertig werden mit der Sache. Gut, ich habe sogar perfekt hier den Goblin-Rabauken mit rausgelockt. Der wäre nämlich jetzt als nächstes wohl ein Problem geworden, hätte ich den jetzt nicht mit rausbekommen. Ich habe mich nämlich ein ganz kleines bisschen hier schon mal im Voraus umgeguckt, wie denn der nächste Raum so aufgebaut sein wird. Die Goblin-Rabauken sind ganz, ganz fiese Viecher hier gewesen, weil die hier fast alles miteinander verbunden hätten an Mobs. Dadurch, dass sie so komisch hin und her patrouillieren. Aber das haben wir ja wirklich wunderbar geregelt. Und wir kommen hier ja sogar ausnahmsweise mal ohne Tode voran. Also das ist ja wirklich jetzt eine Sensation, will ich schon bald sagen. Hier am Rand sind noch mal ein paar. Puh. Jetzt wird noch mal ein hartes Ende. Aber wir werden nicht allzu häufig sterben, wie ich eigentlich gedacht habe. Das ist echt nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir den noch mal ganz vorsichtig. Nee, jetzt kommen sie alle. Okay. No Chains auf diese Weise. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser Folge das schaffen. Wir können uns ja jetzt mal während der Wege immer ein bisschen angucken, was wir denn uns denn später damit holen können mit den. Ich will hier nicht A drücken oder so. So. Okay. Also, was wir uns denn. Das. Nee. Ich glaube, das funktioniert nicht so. Ich wollte eigentlich dann mit euch mir mal hier angucken, was ich denn hier so Schönes hier holen können. Hier ist nämlich unter dem Verliesersteller. Können wir uns hier verschiedene Sachen. Nee, funktioniert wirklich absolut überhaupt nicht. Okay, müssen wir halt später gucken. In Verliesersteller gibt es nämlich. Also hier für den Verliesersteller, beziehungsweise fürs Machen der Verliese, gibt es so Verliespunkte. Und diese Verliespunkte können wir dann im Cash-Shop. Also im Station Cash Shop gegen einige Kleinigkeiten eintauschen, die man alternativ sonst mit Station Cash auch kaufen könnte. Zum Beispiel sind dort ein paar schöne Thronen dabei, die man auf der Bank legen kann. Wir haben zwar momentan keine wirkliche Bank, aber man kann ja auch mal ein bisschen in die Zukunft denken, nicht wahr? Okay, jetzt haben wir sie sogar alle drei geholt, das ist gut. Also hier ist es wieder besser, einen normalen Angriff zu machen als einen Body Pull. Mit dem Bodypool holen wir mehr, als wir eigentlich haben wollen. Ich find's immer lustig, wie die Skelette hier so lachen. Hä? Hä? So. Probieren wir einfach mal, ob wir den Seher schaffen. Wahrscheinlich nicht. Nicht, das war ja klar. Aber ich denke mal, es ist einfach dadurch, wenn wir wiederbeleben, sind wir einfach schneller wieder vollgeheilt. Deshalb laufen wir einfach nochmal. Na, wenn man einfach mal mit den ganzen Tasten rumspielen möchte und einfach mal alles ausprobieren möchte. So, ich gucke einfach mal hier mal ein bisschen mir die ganzen Teile an. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit. Erlaubt sein Kampfmagier Kraft aufzunehmen, um für kurze Zeit Gesundheitsverluste zu vermeiden. Tödlichkeitsverringerung von Zauberer um 4000. Ja. So. Der erlittene Schaden wird verhindert. Für drei verhinderte Schadenspunkte werden zwei Kraftpunkte entzogen. Ist quasi Mana-Schutz oder Mana-Schild. Damit macht man dauerhaft seinen erlittenen Schaden runter. Machen wir hier auf der linken Seite weiter. So, Angriff. Jetzt kommen sie doch nochmal. Aber nicht der. Aber nicht die Bosse. Das müssen wir eigentlich ausnutzen. Wir versuchen mal hier drauf anzugreifen. Hier kommen wir, den schaffen wir noch. Den schaffen wir noch. Ist noch gestorben. Oh. War knapp, aber wir haben es geschafft. Jetzt schaffen wir, glaube ich, auch den ganzen Rest. Stück für Stück.
Ich hoffe, das hat sich jetzt auch gelohnt, was Erfahrung angeht und was diese Verliesmarken angeht, die wir dann bekommen werden. Damit wir uns da was richtig Schönes auch holen können. Sonst waren ja diese 5 Folgen absolut umsonst. Ich werde dann wohl das nächste Spiel, ich weiß immer noch nicht, also ich bin ja immer noch in der gleichen Aufnahmesession, ich weiß immer noch nicht, was ich spielen werde, werde ich dann wohl am, jetzt nicht den Sonntag, der jetzt angebrochen ist, sondern am kommenden Sonntag mal zum allerersten Mal aufnehmen. So eine Stunde oder so. Und dann werde ich die Folge dann auch direkt am Sonntag bzw. am Samstag davor oder so raus. Huch, jetzt haben wir den Boss mitgezogen. Machen wir den Boss hier hin. Ja, weg. Syria ist tot. Und den Wolf schaffen wir auch nochmal eben. Also der Boss war ja keine wirkliche Herausforderung, würde ich sagen. So, und den Kobold sehe ich ja dort hinten noch. Den schaffen wir, glaube ich, auch jetzt noch. Und damit hätten wir den Dungeon komplett gecleared. Endlich. Verlies verlassen. Wir sind Stufe 23 geworden und fast sogar Stufe 24. Also, nein. Nein. Also es hat sich doch, glaube ich, gelohnt. Wir sind ja gut vorangekommen. Und wir haben auch noch Leistungspunkte bekommen, also AA-Punkte. Die verteilen wir noch eben. Wir haben ja jetzt noch, ja, wir haben noch 9 Minuten Zeit. 58 Verliesmarken. Ist nicht so viel, wie ich eigentlich gewollt hätte. Wie viel Erfahrung haben wir? Genug. Warte mal. Wir haben 30.522 EP bekommen. Wir haben einen Alternativverbesserungspunkt erhalten. So. Also vergeben wir den eben. Und suchen uns eben einen ganz kleinen Gegner, an dem wir einen Erfahrungspunkt erhalten. Ist das schön, wenn wir die ganze Karte hier so schön aufgedeckt haben. Und wir haben einen neuen Skill übrigens erhalten, das ist der Feuerball. Feuerball wird wohl auch zu einem meiner Lieblingsskills werden. Ich guck mal hier gerade kurz. Wir können hier sogar einen Fokus auf den Feuerball legen, dann wird er nämlich nochmal deutlich stärker, kriegt 15% mehr Basisschaden. Ich denke mal, das werde ich auch machen. So, haben wir nämlich einen besonders starken Einzelschadenskill nochmal. Können wir mit einer Mischung aus Feuersturm, dem Feuerball und dem Solarbrand wirklich dem Gegner massig Lebenspunkte entziehen. Oh, sogar ein... Wollen wir den versuchen? Komm, ich bin heute richtig wahnsinnig. Den versuche ich auch noch. Erstmal fesseln. Und direkt unseren Feuerball drauf. Dann kommt so ein Ding drauf. Ein Solarbrand. Und dann müssen wir ihn wieder fesseln. Unbedingt. Fesseln, 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 fesseln. Fesseln sind drauf, aber der hat uns jetzt selber gefesselt. Fesseln. Ist gefesselt. Und wir müssen... Ah, Ziel nicht sichtbar. Wir müssen nämlich jetzt den nächsten Feuerball draufwerfen. Und fesseln. Wieder. Fest haben wir ihn. Hehe. Badge. Jetzt hauen wir ihn so um. Zack. Stufe 24. Und wir haben direkt einen Nameth noch gekillt. Ein Fleisch bekommen und noch eine verzierte Truhe. Also das läuft ja heute. Damit können wir die Bedrohlichkeit verringern nochmal. So. Portal. Damit können wir uns innerhalb der Zone teleportieren. Das ist manchmal ganz nützlich.
Drei Lebensinstinkte, gebastelte Uhr und ein Ältestenhaube. So. Dann gehen wir mal zurück zum unserem Questgeber. Gucken wir einfach mal an. Ah, ist ein Glücksbringer und damit können wir auch nicht viel anfangen. Ist erstens legendär und zweitens sind die Stats scheiße. Zumindest die Stats scheiße für uns. Schwimmen wir ein Stückchen, machen wir eben unseren Schwimmskill hier wieder auf 120. Und dann geht's zurück. Dann ist die Folge hier jetzt zum Abschluss nicht ganz so lang, aber... Immerhin, wir haben zwei Level gemacht. Was wollt ihr denn sagen? Zwei Level in einer Folge, ja? Naja, eigentlich waren es jetzt zwei Level in fünf Folgen, aber... Nö, wir haben jetzt zwei Level in einer Folge gemacht. Ich meine, wir können uns hier jetzt dann gleich nur mal ein bisschen umgucken, was wir denn mit unseren schönen Verliesherstellermarken kaufen könnten. Was denn da schön alles gibt. Mhm. Well met. Jo, well met. So, ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, dann gucken wir eben einmal schnell hier rein. Fangen wir an mit Eigenschaften. Wir können für den Magier hier nochmal ein paar Rüstungsteile kaufen. Brauchen wir nicht. Dann Adventures. Gibt es hier Sachen, die für unseren eigenen, wie heißt es, Verliesersteller. Munition. Ja, wenn man gerade mal unterwegs ein paar Pfeile braucht oder so. Hahaha, brauchen wir zumindest nicht. Rüstung für den Magier könnten wir hier besorgen. Sind eigentlich gute Teile, sind aber alle sagenumworben oder legendär. Müssten wir also alle sozusagen entbinden. Das hier ist alles für den Verliesersteller unter Builders. Consumables sind hier für ja. Ja, sind es fürs Benutzen halt. Damit können wir Schulden löschen, aber wir haben hier keine Erfahrungsschulden. Totem der Flinkheit, erhöht Geschwindigkeit, erhöht Bodengeschwindigkeit und so weiter und so fort. Selbstreparaturflickensatz, damit könnten wir unsere Rüstung reparieren, wenn sie da kaputt wäre. Was sie, glaube ich, nicht ist. Nee, die ist nicht kaputt. Nö. Hat 60% ist nicht kaputt. Reittiere könnte es hier irgendwann geben. Momentan gibt es noch nichts. Reforging Decorations sind für die Waffendekoration. Das sind hier. Ja. Im Grunde Lottospielkisten. Waffen. Glasweapons zum Beispiel. Können wir hier eine Waffe, die ganz schnell kaputt geht, nutzen. Für die Entfernung gibt es da nichts. Ein Schild. Naja, Schild in Anführungsstrichen. Sind aber alles immer legendäre Teile und so, weshalb wir die nicht benutzen können. Und zuletzt Containers. Ich denke mal, da werden wir uns jetzt was holen. Hier können Wurfsterne, Wurfäxte, Wurfdolch und Wurfhammer benutzt, reingepackt werden. Die will ich nicht benutzen. Hier ist ein Köcher. In Köcher können nur Pfeile rein. Das würde ich mir gerne holen. Ich weiß gar nicht, haben wir genug? Gucken wir mal. Ja. Achso. Na wunderbar. Wir können diese Marken zwar sammeln, aber wir können nichts damit kaufen. Ist natürlich immer wieder besonders schlau. Naja. Dann wünsche ich euch was und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.